Embiid gesperrt. Nach seinem Schubser gegen Journalist Marcus Hayes ist Joel Embiid für 3 Spiele gesperrt worden. Die Sperre greift allerdings erst, sobald der Center wieder einsatzfähig ist. Zudem erhält er für die 3 Partien kein Gehalt. Gegenseitiger Respekt ist für die Beziehung zwischen Spielern und Medien in der NBA von größter Bedeutung, sagte NBA-Vizepräsident Joe Dumars. Zwar verstehe man, dass sich Embiid durch die ursprüngliche Version der Kolumne beleidigt fühle, dennoch müssen beide Seiten professionell bleiben und vor allem nicht handgreiflich werden. Hayes hatte in einer Kolumne zuvor Embiids Sohn und toten Bruder erwähnt, weshalb ihn der gebürtige Kameruner nach der Partie gegen die Memphis Grizzlies konfrontierte. Dabei drohte der Center dem Journalisten harte Konsequenzen an, wenn dieser seine Familie nochmal erwähnen sollte. Hayes selbst hat unterdessen angekündigt, trotz des Zwischenfalls mit Embiid weiter über die 76ers zu berichten. Hendricks erfolgreich operiert. Taylor Hendricks ist erfolgreich operiert worden. Das bestätigten die Utah Jazz. Hendricks hatte sich gegen die Dallas Mavericks einen Bruch des rechten Wadenbeins zugezogen und zudem den Knöchel ausgerenkt. Die Verletzung schockte die komplette Liga und viele Profis schickten dem Forward Genesungswünsche. Ein paar von uns waren sichtlich erschüttert. Es war wirklich schwer zu sehen, sagte Utahs Trainer Will Hardy am Tag nach dem Spiel zu den Reportern. Jeder verarbeitet diese Dinge anders. Jeder muss sich in unterschiedlichen Momenten gegenseitig auffangen. George bei Rückkehr ausgebuht. Paul George wurde bei seiner Rückkehr zu den Los Angeles Clippers gnadenlos ausgepfiffen. Bei jedem Ballkontakt und auch während des Tribute-Videos waren Pfiffe und Buhrufe zu hören. George selbst verstand das nicht. Es ist dumm, sagte er. Ich war Free Agent. Es war nicht so, dass ich einen Trade gefordert oder mich gegen das Team hier gestellt hätte, erklärte der 34-Jährige. Am Ende habe er einfach das getan, was für ihn am besten gewesen sei. George verließ die Clippers im Sommer, nachdem sich beide Parteien nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten. Nach seinem Wechsel zu Philly folgten weitere verbale Giftpfeile zwischen dem Guard und den Clippers. George bezeichnete das Angebot zur Vertragsverlängerung als respektlos. In Philly verdient er in den kommenden 4 Jahren 211 Millionen Dollar. Nächster Sixers-Ausfall. Die Philadelphia 76ers müssen auf den nächsten Superstar verzichten. Nach der Rückkehr von Paul George diese Woche muss das Team jetzt nämlich Tyrese Maxey kompensieren. Der All-Star verpasst wohl einige Wochen aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Genauere Untersuchungen sollen jetzt in den kommenden Tagen Klarheit bringen. Neben Joel Embiid fehlt damit jetzt ein weiterer Star. Allerdings berichten Insiderkreise, dass sich die Sixers ohnehin aus Vorsichtsgründen auf einige Spiele ohne den 24-jährigen Maxey eingestellt hätten. Im Osten steht Philly derzeit mit einer Bilanz von 1:6 auf dem letzten Platz der Eastern Conference.